Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia hier auf meinem Kanal. Und ich bin immer noch auf der High-Level-Map, die ich hier... wow, sind die groß. Haha, vorbei. Auf der High-Level-Map erkunden und das ist Dungeon, geil. Ja, Map erkunden, Dungeons versuchen zu machen. Bis in der letzten Folge hatten wir ja Glück und wir haben zwei Rätsel-Maps gefunden, ne? Ob das beim dritten Dungeon so bleibt, werden wir sehen. Und dieser riesen Tower dort, den werden wir uns dann auch nochmal anlunzen. Vorher gucke ich, ob ich hier unten noch eine Kiste finde. Dem ist aber nicht so. Hier gibt es eigentlich recht wenig freistehende Kisten auf der Map. Aber gut. Und ich habe noch einen Skillpoint. Den möchte ich gerne mal ganz kurz... hier reinschmeißen, ne? Damit ich weniger Geld verballer, wenn ich sterbe. Und... Oh, hier kommt schon wieder ein Bär. Lass mich in Ruhe. Okay, das ist ein Dungeon mit einem Boss-Mob. Also hier werde ich definitiv sterben. Schon allein bei den Viechern, die ich hier zwischendrin umhauen muss. Oh, und es sind Monos. Mal gucken, wie viel ihr aushaltet. Okay, zwei Schuss. Wenn ich treffen würde. Ihr habt zwei Schuss. Und ich hab ein Level up, geil. Sag mal, der hier ist doch viel größer. Der hält auch mehr aus. Tschüss. So, acht Stück erledigt. Tür geht auf. Wow. Und es gibt kein Schwert. Nice. Und hier gibt's keine Kiste. Mit denen werde ich jetzt ein Problem haben. Oder auch nicht. Nice. Erster ist down. Okay, die werden mir auf jeden Fall Probleme bereiten, ne? Ja, man kann sich auch täuschen, Ike. So, der ist down. Der ist down. Alter, jetzt reicht's aber mal. Jetzt fall doch endlich mal um. So. Tür müsste jetzt offen sein. Ja.
Ein Schwert einmal essen und ein Palladium. Ingot. Och nein, ich ahne es jetzt schon. Wenn ich schon wieder Gegengift bekomme. Wo ist es denn? Da. Das ist entweder wieder die Schlange oder die Fleur. Sieht man da was? Nee, ich sehe tatsächlich nichts. Und es ist die Schlange. Gucken, wenn ich mich weit genug entferne. Alter! Alter, willst du mich verarschen? Wie viel... Wie wenig Damage einfach? Ja, also weiß ich so viel, dass ich hier auf jeden Fall sterben werde. Weil das Gift alleine zieht ja hier schon automatisch mehr ab. Ja, ich hatte gar keine Chance, mich zu heilen. Och, scheiße. Wie viel Geld geht flöten? 243.000, ja gut, dann verlasse ich das Dungeon jetzt mal, weil das ist mir doch ein bisschen zu hart. Aber hier oben muss ich noch was aufdecken. Hier oben muss ich noch was aufdecken. Wird es aber bestimmt nichts weitergeben. Nee, schade. Ah, da ist noch eine Kiste. Und zwei sogar. Ja, damit. Einmal Sauerkraut. Nice. So, auf der waren wir. Nee, auf der und der da hinten waren wir tatsächlich noch nicht drauf. Da sehe ich schon die nächste Kiste. Wieder Mechanical Parts. Hier ist so ein Typ, der was verkauft. Ich... Just for fun. Das Schwert. 335. 520. Alter! Alter! 520 macht aber, glaub, auch meins. Ja, okay. Also, nichts von Belang für mich. Hier ist noch eine Kiste. Gab's einfach wieder einen Hotdog. So, letzte kleine Insel auf dieser Map. Da bin ich mal gespannt. Und ich frage mich, warum hier die Bogenschützen nicht auf ihrem Tower sind, sondern die ganze Zeit, was? Irgendeiner hat was fallen gelassen? Hä? Oh, nochmal Sauerkraut. So, dann gucken wir uns mal diesen riesen Tower hier an. Okay, da ist irgendeine Fläche, wo man sich ausruhen kann. Anscheinend. Ja. Oh, da ist wieder eine.
Schafft man das ernsthaft? Au, nicht bis ganz hoch. Das müsste man doch schaffen. Wow. Einen einzigen Pillar. Willst du mich verarschen, ne? Das hätten jetzt ruhig 20 sein können oder 30. Nee, da gibt's nur einen Lausing raus. Lol, hier ist ja nochmal eine Mini-Insel. Mit einem Dungeon. Mit einem Dungeon. Okay. Was muss ich machen? Fußball. Oh, ist wieder was mit so einer riesen Kugel. Das ist ein bisschen unfair, würde ich mal sagen. Nein, jetzt fällt er genau. Oh nein! Ball. Alter. Aber jetzt. Nice! Da haben wir auf der Map 3 von 4 Dungeons gemacht. Geil! Aber irgendwie sieht der Raum hier immer gleich aus. Den könnten sie ruhig noch ein bisschen verbessern. Und hier gibt es ganz schön viele Lichtschwerter. Ich glaube, dass einer der Entwickler ein Star Wars-Fan ist. So viele Lichtschwerter, wie es hier drinnen gibt. Oh. Max Mana, Physical Crafting Chance. A Critical Chance. Und das. MATK, MATK, ASP, bla 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 bla. Die macht halt 10 mehr. Die hat 160 Haltbarkeit, 155. Ja gut, dann wechseln wir auf das. Die hat 380 und 470. Da wird gewechselt. Aber sowas von. Sieht auf jeden Fall nice aus. Au! Arschloch! Den habe ich gar nicht gesehen. Aber eine Kiste gibt es hier leider nicht mehr. Schade, schade. Ja, komm. Alter, lass mich in Ruhe. So, bei der Insel waren wir aber noch nicht fertig. Sag mal, du sollst fliegen.
Gibt's hier überhaupt noch irgendwas? Außer da oben die Goblins. Das mit Tofu! Okay, das kannst du behalten. Tofu ist räudig. Ich hab's einmal in meinem Leben gegessen, nie wieder. Aber hier oben war ich ja schon. Ja, da oben war ich schon. Hier gibt's echt nichts mehr. Dann einmal darüber. Da haben wir ja auch noch nicht alles aufgedeckt. Wow, eine Muschel. Ich hab eine Muschel bekommen. Da oben bei dem Dungeon war ich ja schon, ja. Mal gucken, vielleicht gibt es hier unten jetzt noch eine Kiste. Ich bezweifle es zwar. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und da schwebt ein Baumstumpf in der Luft. Wer kennt es nicht? Bäume oder Baumstümpfe, die Angst haben, auf den Boden zu fallen. Gibt es auf jeden Fall nochmal eine Goblin Base. Und ich sehe da oben aber jetzt keine Kiste. Nö, hier gibt es keine Kiste. Und hier unten auch nicht. Okay. Dann war's das mit der Map und wir gehen erst einmal zurück. Brauche ich noch Holz und das da. Mich würde halt die letzte Insel interessieren. Vielleicht ist das ja irgendeine Special-Insel. Na, mal gucken. Das heißt, ich müsste jetzt noch ein bisschen von dem Biotenal-Zeug farmen. Das ist aber nicht das Problem. Wenn ich den Pott hier wegnehme und hier einfach nur eine Kiste mit hinstelle. Ja, komm. So. Dann müsste man das noch easy hinbekommen. Hier haben wir nämlich nur eins. Ich brauche nur eine. Danke. So. So. Und ja.
nicht so schlaue Säge kommt wieder. Yay. Warum die dort auch immer irgendwo durchfällt, das verstehe ich einfach nicht. Aber gut, so, falls es jetzt etwas im Hintergrund laut werden sollte, tut es mir leid, hier fährt gerade irgendein blinkendes Auto vorbei. Das kommt da rein. Das können wir alles verkaufen. Ja, man hört es piepen. Ne? Ich höre sogar durch die Kopfhörer durch. Alter Schwede. Ja, ich glaube, ihr hört auch die Hintergrundgeräusche. Ich sehe zumindest, es schlägt aus bei OBS. Und es ist nicht gerade leise, wie man hört. Aber gut, ich wohne im ersten OG. Da hört man alles, was auf der Straße unten passiert. Leider Gottes. Ich kann es aber auch nicht verhindern und denen sagen, die sollen aufhören. Die würden mich eher auslachen, ne? So, ich stelle die Märkte jetzt wieder hier hin. Die werde ich nicht mehr brauchen. Und ja, mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar.